Hallo und willkommen zur dritten und letzten Folge von Let's Test Even the Ocean. In den letzten beiden Folgen haben wir in der ersten Folge das erste Kraftwerk besichtigt bzw. repariert. Eine Arbeitskollegin, eine Technikerkollegin von Elif ist dabei ums Leben gekommen und die zweite Folge haben wir hauptsächlich mit Storybuilding verbracht. Wir wissen jetzt, es gibt hier eine große Stadt, die heißt Whiteforge City und liegt hier unten und hat so ein lustiges Steuerrad obendrauf. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu einem weiteren Kraftwerk. Vorher spreche ich aber nochmal mit dieser... Ich kann da gar nicht richtig durchlaufen durch diese Person, nur wenn sie sich bewegt. Das ist ja lustig. Vorher spreche ich nochmal mit dieser Person hier, die hier ständig auf und abläuft mit dem Hut drauf. Mann, die macht mich nervös. So, hallo, das ist Bob. Howdy, ich bin Travel Bob. Das hört sich an wie irgend so ein schlechter Verkäufertyp in irgendeinem Infomercial, in irgendeinem Dauerwerbevideo. Hast du noch nie von mir gehört? Also so eine Art Crocodile Dundee quasi. Der sagt hier, ja, die mit ihren Cybertoiletten, das ist für mich nix. Ich gehe hier in die Natur hinaus. Ich bin ein freier Mann, ein Pionier. Ich gehe hier. Achso, und jetzt mache ich mich unsichtbar. Das hat er nicht gesagt, aber das hat er getan. So, wir bewegen uns jetzt mal hier zu diesem ersten Kraftwerk, das uns ja empfohlen worden ist als Restview Beach Entrance, als das, wo wir als erstes hin sollten. So, ein schöner Strand. Ja, sieht so aus, als ob das unser erster Level werden wird, unser erstes Kraftwerk. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, müssen wir jetzt rückmelden an die Stadt, dass wir dieses Kraftwerk fixen wollen. Dann können wir da auch nicht weg, bis wir es gefixt haben, bis wir es repariert haben. Okay, der Bürgermeister meldet sich und wir sollen das Kraftwerk reparieren, aber wir sollen auch ein bisschen Acht geben auf seltsame Dinge. Restview Beach. Forget your responsibilities. Vergiss deine Verantwortlichkeiten sozusagen. So, wer bist du denn? Bist du einer von diesen Reparaturkräften aus der Stadt? Ich glaube, ich weiß, was mit dem Kraftwerk passiert ist. Was hast du denn gesehen? Da kam eine riesengroße Kreatur aus dem Süden. Wie ein riesiger Ochse. Und die ganze Erde hat gebebt. Und aus dem sind dann so kleine Viecher rausgeflogen, die zum Kraftwerk geflogen sind. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, aber es muss irgendwas mit dem Kraftwerksausfall zu tun haben. Ja, ist nicht besonders sicher hier, meint er. Diese Kreatur könnte ja jeden Moment wiederkommen und sagt es und bleibt hier stehen. Ja, genau. So, hui, was ist denn das? Hui, sehr lustig. Haha, hihi. Das war echt cool. Ich frage mich, ob uns das noch öfter begegnen wird. Ein Geysir, aber offenbar ein kühler Geysir. Hey, da kann man hoch springen. Heißt das, wir kommen mittels dieses Geysirs wieder hier rauf? Achso, das können wir so auch, ja klar. Sie kann ja Wände hochspringen, ich habe schon fast wieder vergessen. So, wir speichern ab und hier können wir nicht weiter. Was ist das hier? Das sieht aus wie so ein Haufen pflanzlichen Zellmaterials, meint sie hier gerade. Noch so einer. Ich glaube ja, wir sind hier storytechnisch mit einer Geschichte über die Balance zwischen Natur und Mensch und auch zwischen zwei Energieformen irgendwie konfrontiert. Denn nachdem die Stadt ja komplett mit heller Energie betrieben wird, welche sozusagen die Energie der Technik ist,
glaube ich ja, dass die Story darauf rauslaufen wird, dass die dunkle Energie irgendwie vernachlässigt wurde und dass das wieder ins Gleichgewicht gebracht werden muss, damit eben nicht diese lustigen Ochsenkreaturen auftauchen und alles kaputt machen. Das ist jetzt aber nur mal meine Hypothese, worum es in diesem Spiel gehen wird. Keine Ahnung, ob ich recht habe, vielleicht ist das auch totaler Blödsinn. Ja, das ist ein Strand, okay, da kann man offenbar Urlaub machen, wenn man möchte. Wir sind aber hier dienstlich unterwegs. Wieder eine Brücke. Geht's hier runter? Da kann ich nicht runterhüpfen, okay. Ah ja, und hier haben wir wieder diese lustigen, Pads, okay. Der Hauptpfad ist blockiert. Ach so, das wäre hier durch quasi, aber da dürfen wir wahrscheinlich nicht reinlaufen, weil das wird uns wehtun, oder? Ja, oh, das ist gefährlich. Besser nicht hier reinlaufen. Ah, so. Jetzt ist alles auch ein bisschen violett eingefärbt, weil wir hier offenbar von diesem lustigen Kettending hier eine violette Ladung bekommen haben. So, das macht uns aber, glaube ich, jetzt grün, oder? Okay, da können wir nicht weiter. Da muss man jetzt glatt ein bisschen aufpassen. Hey, da war noch was. Was ist denn da? Was ist denn das da? Eine riesige Muschel. Das ist ja lustig. Hä? Das ist ja strange. Wo bin ich? Aha. Wir sind im Inneren eines riesigen Starfishs, also eines Seesterns. Und dieser Seestern, der gehört hier einfach zur Landschaft. Durch dessen Arme kann man auf die Inseln hier gelangen, die es hier überall gibt. Und das ist offenbar so, das ist halt so. Das ist so wie bei uns, gibt es einen Tunnel zwischen Calais und London, diesen Channel-Tunnel, wo der Zug durchfährt. Hier gibt es halt einen riesengroßen Seestern, wo man unterirdisch auf irgendwelche Inseln gelangt. Ja, ist nichts Ungewöhnliches. Das gäbe es bei uns auch, wenn nicht Tunnelbau jetzt irgendwie halt einfach billiger wäre. So, und er hat auch gemeint... das Spiel wird immer stranger. Der hat es gemeint, kann ich da durchhüpfen? Da kann ich durchhüpfen, okay. Dass einige seiner Arme sind irgendwie entzündet und wenn wir ihm helfen, dann hilft er uns, dass wir hier ins Kraftwerk reingelangen. Okay. Hallo? Ja, genau, und dazu, um diese Entzündung, die der da hat, in seinen Armen zu heilen, brauchen wir Clary Seeds. Das sind irgendwelche Samen. Ja, und er sagt, das ist der richtige Ort dafür. So, ich versuche mich jetzt mal hier wieder ein bisschen einzugrünen. Nur wo sind diese Dinger? Okay, also wir können mit diesen lustigen Wassergeysieren hier hüpfen. Ist das ein Clary Seed? Ja, da haben wir jetzt Clary Seeds gefunden. Was für eine Aussicht von hier oben. Flatsch, wieder rein ins Wasser. So, ist hier irgendwas? Ach so, da geht's nicht weiter. Aha, ich glaube, diese Ketten hier werden uns noch öfter begegnen. Die sind so eine Art Straßensperren. So, ja, das Spiel sagt uns, da, du kommst hier nicht rein. So, Starfish, dann gehen wir hier wieder rein. Das ist ja echt bizarr, aber auch echt fantasievoll. Also irgendwie, das ist so ein Spiel am Anfang. Ich muss jetzt zugeben, in der letzten Folge habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, ob ich da jetzt wirklich mit diesem Spiel warm werden kann. Aber das ist ja doch irgendwie...
Das ist echt, also das haut mich ein bisschen um, so die Ideen, die hier drin sind. Ja, wir sind in dem richtigen... Ach, das war ja simpel. Hey, Moment mal. Aber da drin war doch noch was, oder? Habe ich da jetzt was übersehen? Weil da gab es ja noch einen Arm. Oder ist das wieder etwas, wo wir da nicht hinkommen? Da gab es nämlich da runter, wenn wir auf der Seite hier runter gehen. Wo kommen wir denn da hin? Das möchte ich jetzt nochmal ganz kurz auschecken. Okay, das ist auch nur so eine Blockade. Die können wir offenbar auch... Wir wissen jetzt also, wie wir zum Kraftwerk kommen. Was ist hier los? Der mag nicht, dass wir so beschäftigt rumrennen. Was ist mit ihr hier? Die hier sagt irgendwie, ja... Sie liegt in der Sonne. Okay, das sind Touristen. Ich rede mal nicht mit denen, weil ich glaube, wir haben genug schon in diesem Spiel mit Leuten geredet. Ich will mal in dieses Kraftwerk. Dann machen wir das jetzt mal. Sorry für diesen kleinen Ausflug. Das musste ich jetzt nochmal kurz checken. Ja, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich will immer Starfish sagen. Ein Seestern auf Deutsch. Der als Tunnel zwischen Inseln dient. Das ist eine coole Idee. Bin gespannt, was uns da noch erwarten wird in diesem Spiel. So, speichern wir mal und das Logo von Whiteforge City und ich hoffe mal, das hier ist jetzt das Kraftwerk. Jawohl, es ist das Kraftwerk und können wir mit diesen Haken was machen? Können wir uns da dran hängen? Irgendwie geht, kann man da was? Scheinbar nicht. Und dieses Kraftwerk bedarf einer Behebung sozusagen, also einer Reparatur. So, da komme ich auch wieder rauf. Kann ich da jetzt drauf springen? Ja, kann ich. Da oben? Geht es wahrscheinlich auch irgendwo hin. So, was ist da jetzt los? Ach, das ist ein Trampolin oder sowas in der Art. Ach so, und jetzt kann ich höher springen. Okay. Das bringt mir jetzt eigentlich auch nichts. Was habe ich da jetzt davon? Was sind das für Dinger? Wozu sind die gut? Wieso sind hier so Wasserfontänen in dem Kraftwerk? Das ist ja richtig Cyber. Also da kann ich jetzt irgendwie gar nichts damit anfangen. Ich frage mich ja überhaupt, wie diese Kraftwerkstechnik funktionieren soll. Auf der anderen Seite frage ich mich das bei Atomenergie ja auch irgendwie. So. Saving. Okay. Da geht's jetzt weiter. Könnte ich hier weiter rauf mit diesen Dingern? Das checke ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Naja. Die sind übrigens ziemlich grün, merke ich gerade. Also ist das vielleicht die Fehlfunktion? Die Kraftwerke dürfen keine violetten Dinger haben, sondern müssen überwiegend grün sein. Ach, so geht das. Ah, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert, wenn es funktioniert. Das sind quasi wie ein Aufzug. So, wieder ein Safe Point. Was sind das für Dinger? Die laufen hier so rum. Gut, jetzt muss ich aber echt auch ein bisschen aufpassen, muss ich sagen, weil ich bin ja schon ein bisschen außer Balance. Ich bin ziemlich grün. Okay, hier kann ich mich wieder ein bisschen violettisieren. Aber es sieht wohl echt so aus, als ob die violette Energie, sozusagen die flache Energie, die Erdenergie, irgendwie vernachlässigt wurde. Und diese Kraftwerke halt dann irgendwie dazu führen, dass da alles in dieser Welt aus dem Gleichgewicht kommt. Ich sehe, wo das hinführt. Hey, das sind richtig große grüne Pflanzen. Was ist... Ach, okay, verstehe schon. Die machen einen halt richtig groß grün. Da muss ich mich jedenfalls mal wieder violettisieren. Ups, das wollte ich nicht. Dann nehmen wir vielleicht da noch ein paar... Wow, da muss man jetzt echt schon ein bisschen aufpassen. Ist nicht mehr so einfach nur Spiel und Spaß. Verstehe ich auch, wenn jemand wirklich nur die Story spielen wollte,
deswegen kann man die, deswegen kann man die in dem Story-Mode die Levels quasi, diese Kraftwerkslevels komplett ausblenden. So, das haben wir jetzt übersprungen. Na, ja, Schwierigkeitsgrad nimmt schon zu, ich merke es. Was da wohl noch auf uns zukommt? Hm. So, dann hier rauf und hier. Jawohl. Und hier und hier. Und geht's hier oben weiter? Nee. Ich erwarte ja da immer irgendwie Secrets, aber... Hm. Was mir auch auffällt übrigens, vom Grafikstil her, da gibt es echt einen krassen Unterschied. Die Kraftwerke, die sind so richtig futuristisch, steril, und die Natur auf der anderen Seite, inklusive dieses lustigen Seesterns da, das ist alles so organisch. Also dieser Kontrast, den haben sie von der Grafik her, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, so echt gut hinbekommen. Jetzt kann ich aber so... Ich dachte, das Schild schützt mich. What the f... Gut, hier kann ich mich wieder zurückdingsen. Und jetzt sollte ich vielleicht mal wieder Richtung Balance gehen. Ja. Dass das auch einen immer beim Springen beeinflusst, das ist auch so unerwartet. Jetzt bin ich ein bisschen mehr violett. Jetzt kann ich relativ weit springen, aber nicht besonders hoch. Das heißt auch, dass man, vermute ich jetzt mal, verschiedene Stellen auch mit unterschiedlichen Strategien... Ach so, das ist Eis. Deswegen können wir hier nicht so uns festhalten und hochspringen. Mit unterschiedlichen Strategien lösen kann. Okay, das kriegen wir jetzt hier nicht hin. Da kommen wir nicht rauf. Vielleicht wenn wir einmalig abspringen. Ja, geschafft. Sonst hätte ich mich hier ein bisschen grün aufgeladen. Dann hätte ich höher springen können. Da hätte es auch geklappt. Gut, weiter geht's. Bis jetzt sind wir noch nicht wirklich zum Reparieren gekommen. Muss ich sagen. Da kommen wir nicht rauf. Okay, das heißt, wir müssen hier in der Mitte runter. So wie es aussieht. So, hier rüber und hier rauf. Und jetzt, da oben ist auch nur Eis. Kann ich da oben vielleicht rauf, wenn ich mich ganz grün mache? Das teste ich jetzt mal. Vielleicht noch ein bisschen. Volles Risiko. Und jetzt hier raufspringen, geht das? Okay, ja, wäre gerade so gegangen, glaube ich. Aber da oben ist eh nichts. Bringt uns nichts. Ich bin einfach immer, ich suche immer nach Secrets. Da kann ich... Nichts dafür. So. Gut, jetzt sind wir eher grün. Jetzt kann ich das eh gleich auch hier mitnehmen, das violette Energiedings. Aber dann komme ich nicht weiter. Das heißt, das bringt mir auch nichts. Ich muss eh hier rauf. Da brauche ich aber dann wieder mehr grün. Glaube ich. Ja, genau. Geschafft. Und das hier wird uns wieder in Richtung violett bringen. Ja, genau. Das ist dieses Zap-Pad. Hm, ja. Also, ich muss sagen... Von der Idee her haben die auch, glaube ich, die Balance zwischen Story-Teilen und Jump-and-Run-Teilen recht gut hinbekommen. Das macht echt Spaß, hier durch die Kraftwerke zu fetzen und hier durchzulaufen und gleichzeitig auf diese Doppelenergieleiste sozusagen achten zu müssen. Für ein Spiel, das hauptsächlich... Balance zum Thema hat, ist es natürlich auch wichtig, diese Balance hinzubekommen. So, hier können wir uns noch weiter rauf schießen lassen, schätze ich mal. Okay, wenn man da reinfällt, natürlich dann nicht. Da muss man das immer so einen richtigen Schwung mitnehmen. Upp, das war zu wenig. So, genau. Jetzt so und so. Und jetzt, ja, genau so. Und kommen wir mal rauf. Ja, wir kommen hier rauf. Gut. Save Point. Hier geht's wieder rauf. Ah ja, das müssen wir auch wieder ein bisschen gucken, dass wir hier in die Balance halten. Hier geht's weiter. Hier geht's wieder weiter. Hm, ja, okay. Ist Geschicklichkeit von dem, was hier gefordert ist. Aber ich frage mich, ob jetzt da auch mal was geschieht wieder. Ich meine, ich will es ja nicht ewig lang durch diese Welten hier hüpfen. Durch diese Kraftwerkswelten. Hier geht's runter. Okay, hier komme ich nicht mehr rauf. Das heißt, vielleicht passiert jetzt irgendwo was. Na, komm. Okay, da muss ich jetzt so durchspringen, schätze ich mal. Na komm schon.
Wie komme ich jetzt hier rein? Hallo? Aha. Okay, so hat's geklappt. Gut, ich hätte aber auch eine andere Idee gehabt, weil wenn ich hier so mich reinfallen lasse, dann müsste ich ja weiter durchfallen durch das Wasser als ursprünglich gedacht oder geplant. Ja, so geht's auch. Gut, ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu strategisch gerade gedacht. Zu sehr um die Ecke gedacht. So, ich laufe jetzt noch eine Minute oder zwei weiter. Danach wird es Zeit für ein Fazit. Es sei denn, hier passiert noch irgendwas. Okay, das war jetzt nicht so ideal. Wie komme ich da jetzt rauf? Moment mal. Okay, da muss ich vielleicht so das Ganze ein bisschen runterdingsen. Ah ja, ich sehe schon, das Spiel führt einen eh recht sanft an diese ganzen Konzepte ran. So, dann machen wir mal hier so und... Boah, es geht eben weiter hier. Es geht weiter. Haben sie sich beim Level-Design ausgetobt. Ich will, dass hier jetzt mal wieder was passiert. Hier kann ich runterfahren. Ich will zum Kontrollraum. Von diesem Fukushima hier. Noch ein Safe-Spot. Ha, Moment mal. Hey, das ist der letzte Abschnitt. Das letzte Segment. Das ist jetzt hier auf 5 und am Anfang war es auf 1. Ich verstehe. Das heißt, wir sind jetzt, glaube ich, fast am Ziel. Aber da will ich jetzt nichts spoilern. Ich werde jetzt hier noch die Tür aufmachen, weil ja, vielleicht will da jemand durch. Ich werde hier nicht mehr durchgehen. Ich glaube, es wird jetzt Zeit für ein kleines Fazit. Wir haben jetzt eine Stunde lang Even the Ocean gespielt. Und ich muss sagen, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das heißt, wenn ich das Spiel jetzt vergleiche mit Anodyne, da ging es mir ähnlich. Da war ich auch so die ersten 10, 15 Minuten. Da habe ich mir so gedacht, ja, interessant, aber irgendwie, das ist so, so ein bisschen seltsam. Kommt da noch mehr, aber... Dann hat es mich in seinen Bann gezogen und so war es bei Anodyne. Und jetzt bei Even the Ocean ist es eigentlich genauso. Die zweite Folge war ich ja so ein bisschen unsicher, hatte ich am Anfang dieser Folge jetzt gesagt, ob das noch irgendwie anders wird oder ob da irgendwie noch Herausforderungen kommen. Aber... Ja, hier müsste ich zum Beispiel diesen lustigen Stab hier rübertragen. Aber das ist definitiv der Fall. Also ich kann nur sagen, das Spiel spielt sich super. Die Steuerung ist echt präzise. Ich spiele es mit dem Controller. Es sollte aber auch mit dem mit der Tastatur ganz gut gehen. Hey, hier ist der Kontrollraum. Heißt das, wir haben schon das Kraftwerk repariert oder was? Da können wir jetzt auch noch weiter. Wollen wir das noch schnell machen? Wir machen das jetzt noch schnell. Ach so, da müssen wir noch Rezeptoren fixen. Okay, da sind noch ein paar Bereiche hier, die wir von diesem Kontrollraum aus erreichen können, wo wir diese lustigen Stäbchen rein geben müssen in die Rezeptoren. Na, okay, dann lassen wir das lieber. Dann, ja, ich kann das Spiel empfehlen, wenn das, was ihr hier gesehen habt, euch gefällt vom Gameplay her, dann könnt ihr... ohne Bedenken zugreifen von der Steuerung her und auch sonst, muss ich sagen, da ist alles stimmig, das passt soweit. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen, dieses kleine Let's Test. Leider, ich hätte so gerne ein Let's Play gemacht, aber im Moment habe ich dafür absolut keine Zeit. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn es einer durchgespielt hat oder so. Vielleicht kann... ja, jemand noch was hinzufügen, meinen Ausführungen hier, meinen Erfahrungen. Ja, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage auf Wiedersehen, Servus und Tschüss.